Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Evil Genius 2. Wir haben beim letzten Mal ja geschafft, hier die gute Crust auf unsere Seite zu ziehen. Gehirnwäsche sei Dank. Wir haben hier einige leere Bots. Ich glaube, wir brauchen mal mehr Ladestationen hier. Dementsprechend würde ich sagen, kümmere ich mich da jetzt mal als Erster drum. Warte mal, wir können hier das schön so gegenüberstellen. Zack, zack, zack. So, hier da wollten wir auch noch ein bisschen umdisponieren, aber... Gut, die sind alle, fast alle viel zu entschlossen. Ja, ein paar sind unentschlossen genug, das finde ich sehr gut. Ja, die anderen brauchen aber noch. Gut, wir schauen mal kurz auf die Weltkarte und gucken, wo wir Crusts Daten herkriegen. Ja, da brauchen wir mehr Kung-Fu-Kämpfer und mehr PR-Manager. Okay, gut zu wissen. Wie schaut's hier aus? Auch wieder. Wir brauchen eindeutig mehr PR-Manager. Habe ich in Gänze? Habe ich grundsätzlich zu wenig oder nur jetzt im Moment? Nein, ich habe grundsätzlich. So, machen wir mal. Gehen wir hier auf 5 hoch. Hier gehen wir auch auf 5 hoch. Ich glaube, ich möchte jetzt nichts mehr unter 5 haben. 7. 5. Ja, Kung-Fu-Kämpfer brauche ich auch noch mehr. Da gehen wir mal auf 8. Interrogation success. An agent has given us their secrets. Sehr gut, deine Entschlossenheit ist auf 0. Wunderbar. Deine auch. Herrlich. Bei dir wahrscheinlich auch, Kollege. Yes. So, haben natürlich noch den Auftrag mit Elis Plänen auf der Weltkarte. Und ich muss gerade mal schauen, ob wir wieder irgendwo Eindringlinge haben. Ich sehe jetzt gerade zumindest keine, was schon mal gut ist. Muss ja aber bekanntermaßen nicht viel heißen. Aha, Moment. So, der Strom ist ausgefallen. Woran hattet ihr liegen? Moment, ach, wir haben... Ja. Ich hält die Ladestationen. Glaube ich, oder? Das müsste es gewesen sein. Ach, stimmt, die habe ich ja noch gar nicht aufgebaut hier oben. So, Moment, kurz schauen. Ist sie jetzt unten ausgebrochen? Ja, aber die kriegen jetzt... Werden einfach weggeprügelt, sehr schön. Und sobald der Strom wieder da ist... Kann man Sachen priorisieren? Nee, ne? So, da kommen jetzt ein paar Larrys. Ich hoffe, ihr tragt Generatoren bei euch. Ich habe gerade natürlich nicht auf den Strom geguckt. Lustigerweise haben die das zuerst aufgebaut. Ja, jetzt baut hier erstmal die Klimaanlagen. Ist ja auch viel wichtiger als die die Generatoren, die den Strom dafür erzeugen. So, besser. So, jetzt geht das Verhör weiter. Keine Sorge, ich habe euch nicht vergessen. Es war nur eine kurze Unterbrechung. So, kurz Tempo rausnehmen, während wir auf der Weltkarte unterwegs sind. Wollen wir das machen? Ja, das machen wir schon mal. Was haben wir hier? Passive Einkommen ringsrum. Oh, hier sollten wir mal den Argwohn entfernen. Das ist mal ein bisschen sehr viel. Können wir hier auch mal machen. Hier brauchen wir erstmal das Netzwerk auf Stufe 3. Dafür brauchen wir mehr Sendeleistung. Alles klar. Hier ebenfalls. Okay, mehr Sendeleistung. Und Strom haben wir jetzt erstmal genug. Das finde ich super. Also, Kontrollraum. Mehr Sendeleistung. Viel mehr Sendeleistung. 4... Ah, das vielleicht jetzt nicht. Machen wir doch mal. Ja. Ach, Mann, oh. Gut.
kommen die weg. Also durch Pläne erzielte Einkommen erhöhen ist zwar nett. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das bauen will, aber ich denke mir, wir haben sowas von keine Geldprobleme. Aber warum stockt die Forschung? Das ist jetzt die interessantere Frage. Warum? 0 von 1. Ich habe keine Schergen dafür. Im Moment, habe ich denn noch genug Biologen? Hm. Was ist da los? Oder werdet ihr jetzt alle hier weitergebildet zu Quantenmechanikern? Sollte ja jetzt auch nicht unbedingt so sein, ne? So, wir haben mehr Sendeleistung. Das optionale Ziel gucken wir uns gleich an. Ach, okay, dann wird der Plan in der Region gecancelt. Das ist natürlich Käse. Da brauchen wir die Kung-Fu-Kämpfer. Eli's Pläne stören. Das finde ich doch mal grundsätzlich gut. Hier fehlen uns aber hier und da Berichte. Komm, dann machen wir doch mal so. Senken wir den Argwohn ein wenig. Komm, das können wir abbrechen. Ach komm, Hunger ist ein Atompartikel. Why not? So, ein Teil von Crust-Daten haben wir uns beschafft. Sehr schön. Hier verbessern wir mal das Netzwerk. Und wir schauen uns kurz mal die optionalen Ziele an. Hauptmission, nein. Da. Zack. New optional objective available. So. Verdachtssaboteur glüht. Warum? What? Ist es hier zu heiß? Brauchen wir Klimaanlagen? Kein Problem, das sollten wir bewerkstelligen können. A criminal network has been upgraded. Ja, dann ist das ganze Ding zu. Okay, spannend. So, jetzt aber. Und endlich wird hier weiter geforscht. Hurra! So, das Upgrade haben wir. Aber jetzt fehlen noch Biologen. Okay, ich habe anscheinend gerade Biologen auf Missionen geschickt. Zumindest waren jetzt gerade sehr wenige im Hauptquartier. So, wollen wir wieder ein bisschen Geld. Ach komm, machen wir doch mal hier, dass wieder ein bisschen Kohle reinkommt. Es läuft zwar monetär, aber man kann ja nie genug Geld haben, ne? Ihr kennt das. So, wir haben genug Kung-Fu-Kämpfer, dann starten wir auch hier oben die Mission. Und hier läuft bereits... Ach ja, genau, der Argwohn wird reduziert. Das lässt auch schön weiterlaufen. Wir haben lange keine Angriffe gehabt. Ich will es jetzt nicht beschreien, aber... Finde ich eigentlich ganz gut gerade. Training, Training, Training. Wo Research war denn? Okay. Hä? Wieso drei? Nein. Das will ich doch. Okay. Was hätten wir hier grundsätzlich? Okay, mehr Moralverhandlungen. Ja, gibt doch noch hier ein paar schicke Sachen. Paywall, was ist das denn? Stopp den Fortschritt, bis deine Opfer zur Brieftasche greifen. Oh, das ist geil. Das ist eine Todeswelpe, einfach total süß. Und Venus-Spionfalle. Riesige Mutantenpflanze, das klingt auch geil. Da freue ich mich drauf, wenn wir soweit sind. Ach, guck mal, da habe ich ja noch einen vergessen. Ja, entschuldige bitte, wie konnte mir das nur passieren? A criminal network has too much heat and has locked down. Ja, und welches? Ja, du wahrscheinlich, ja. An interrogation has succeeded.
We have more intel. Argwohn-Entferner, könnten wir hier so machen? Machen wir auch mal? Vielleicht sollten wir mal öfter darauf achten, dass wir ein bisschen Argwohn-Entferner, werden wir auch selten angegriffen, oder? Ach, du hattest jetzt hier einen Lockdown. Das ist natürlich schlecht, weil ich jetzt gerade hier eigentlich im Einsatz bin. Hoffen wir mal, dass das möglichst schnell wieder rumgeht. 5 Wächter. Holen wir uns doch mal eben. A scheme has succeeded. Atom-Olga. Nee, die lasse ich erstmal in Ruhe. Ich möchte mich jetzt nicht noch parallel mit Atom-Olga anlegen. Ich glaube, das macht jetzt nur bedingt Sinn. Ja, zu spät. Jetzt kam hier gerade der Lockdown. Kurz in die Basis geschaut. Nicht, dass hier wieder irgendwelche Spione rumeiern. Nee, sieht aber aktuell nicht so aus. Ach, guck mal direkt. New optional objective available. Schergen fahren, Techniker hinrichten. Warte mal, wollen wir dann einen Techniker? Ach, das waren die. Da. At last, I will not do this thing. About time. So, einmal ihn bitte hinrichten. Hängst du jetzt hier fest, oder was los? Wunderbar. So, komm mal hier hin, weil nicht, dass du hier da jetzt... So, komm, Barat. Optional objective complete. Ja, ganz wichtig, stell dir nochmal ein Feld weiter. So. Bestätigen. So, jetzt müssen wir noch einen Auftragskiller hinrichten. Einen Partylöwen, einen Diener, einen Alter. Warum muss ich alle hinrichten? Das ist doch frech. What next? Hallo, du bist Söldner, Wächter. What is it now? Evil minds think alike. So, wo hätten wir denn einen Auftragskiller? Time is money. I'm thinking. Ach, einen normalen Arbeiter hatten wir auch, ne? Let's have a talk. One final. Hä? Hat es jetzt nicht gezählt? Das ist doch ein Arbeiter. Oder? Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Die sind ganz einfach, das sind doch Arbeiter. Ja. Ah, okay, hat doch gezählt. Gut, ich habe nämlich keinen Ton gehört. So, tut mir leid, Partylöwin. Aber ich will das optionale Ziel machen. Optional objective complete. So, aber da wir jetzt mehr als genug Geld haben, könnten wir uns auch mal wieder um andere Sachen Gedanken machen. Zum Beispiel hier die medizinische Station hier rüberlegen. So, was brauchen wir denn dafür? Ich mache die mal ein bisschen größer hier. So ein paar Betten wären vielleicht auch nicht verkehrt. Moment, haben wir gerade Besuch? Ach, guck mal, Mensch, Atomolga hat uns Besuch abgestattet. Da müssen wir doch mal Hallo sagen. I demand
That intruder be located. Atomic Olga is stomping around. I want that intruder grabbed as soon as you spot them. So. They won't escape me. Ich wollte gerade sagen, mal ein paar Leute mehr hin, dass nicht einfach nur einer hinrennt von uns und dann von denen abgeknallt wird. So, Atomorga ist weg. Ja, mach das mal, wenn du meinst, Olga. Kein Ding. An agent has been captured. Können wir hier nämlich die Sachen alle weghauen. Sobald das hier steht, natürlich vorher nicht. Macht keinen Sinn. So, aber wir können mal schauen, ob wir hier noch ein paar weitere Missionen machen können. Da fehlen uns wieder Berichte, die holen wir uns aber gleich rein. Hier läuft schon ein Scheme. Da fehlt uns ein Partylöwe und Berichte. Och Gott, warum fehlen uns immer Berichte? Wie sieht es hier aus? Ach, Netzwerkverbesserung. Und auch dafür fehlen uns Berichte. Yay! Gut, dass wir ein paar Larrys zu verhören haben. Ich weiß nun gerade nicht, ob wir für die überhaupt Berichte kriegen. Schauen wir mal. Drückt uns die Daumen, dass wir Berichte kriegen. Weil die bräuchten wir jetzt dringend. Sonst haben wir immer zu viele und jetzt haben wir viel zu wenig. Ich mache zu viele Missionen anscheinend. Interrogation. Success. Gibt keine Berichte. Schade. Können wir die auch genauso gut umdrehen, oder? Was kriegen wir denn da raus, ist die Frage. Schauen wir mal kurz. Eine Wächterin. Ja, da wir ja noch ein paar Kung-Fu-Kämpfer ausbilden, finde ich das hier noch nicht mal verkehrt. Halt, stopp! Wen haben wir hier? Eine Schurkin! So, jetzt die große Quizfrage. Ist das nur eine? Evil minds think alike. You can come with us quietly, or you can come with us silently. Okay, der Gefrierschall ist gut. So, und was haben wir jetzt hier stehen? Das ist doch nichts. Gut. Ich räume dann weg, zack. So, aber hier sind doch bestimmt noch weitere, oder? Das war doch jetzt. Die kommt doch nicht alleine hier rein. Also zumindest würde es mich wundern. Aber gut, dass mich was wundert, muss ja erstmal nichts heißen, ne? So, lass uns aber mal kurz bitte den Raum hier wegmachen. So, und dann machen wir daraus nämlich... Kraftwerk! Der Raum, nicht die Band. Bedummts. Mal gucken, kriegen wir nicht da einen? Nein, da ist die Tür im Weg. Warte mal, können wir dafür nicht eine Wand dahin machen? Können wir die Tür kommt dafür weg? Und dafür kommt dann noch ein Generator dahin. Und hier dann zwei Klimaanlagen und vielleicht sogar noch eine kleine. So. Sehr gut, mehr Brainwashing finde ich super. Ich überlege gerade, gab es nicht noch irgendeine andere Möglichkeit, an Berichte zu kommen?
Egal, mache ich mir beim nächsten Mal Gedanken. Ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.